Hallo meine Lieben, ich höre mich etwas seltsam an, es tut mir sehr leid, ich bin noch leider erkältet, aber ich dachte mir, das, was ich hier unten liegen habe, kann nicht warten, bis ich wieder gesund bin. Ich habe mich hier mit einem Tee bewaffnet und hoffe, ich überstehe das Ganze ohne besondere Hustanfälle oder ähnliches. Und jetzt trinken wir erstmal. Prost! Ja, und zwar handelt es sich diesmal um eine... Trommelwirbel bitte! Schön für mich Box von Rossmann. Ich habe ja noch nie eine bekommen und bin umso glücklicher, jetzt eine zu haben und bin super gespannt und freue mich, das jetzt mit euch teilen zu können. Jetzt erstmal möchte ich sagen, danke, danke, danke Rossmann, dass ihr mich darin so unterstützt und mir dieses Produkt zugeschickt habt, also diese Produkte zugeschickt habt. Und ihr habt mir ja schon ein, zwei andere Produkte zuschicken lassen und die habe ich auch schon ausprobiert und die waren auch schon in einem Aufgebraucht-Video. Und die werden da natürlich immer namentlich benannt, von wem ich die Produkte habe. Das ist auch für euch gegenüber, also den Zuschauern gegenüber, dass ihr wisst, wo ich die Produkte her habe. Und es stehen noch zwei Sachen aus, die ich gerade... Eine Sache teste ich noch und die zweite ist ein Kochvideo, das demnächst kommen wird, sobald ich wieder gesund bin. Werde ich darüber natürlich berichten. Aber jetzt fangen wir mal an mit der Box und ich sage nochmal ganz lieb Dankeschön und auf geht's. So, wenn man das Ganze hier öffnet, also es kam in einem anderen Karton, was genau im selben Design war wie das habe ich aber schon ausgepackt und weggeräumt. Wenn man das hier so aufmacht, hat man hier diesen Zettel drin und eine Schleife. Den Zettel werde ich jetzt nicht anschauen, weil ich jetzt schon gesagt bekommen habe, dass da die Produkte drin stehen. Und das wollen wir ja jetzt nicht schon vorher verraten. Ja, dann öffne ich hier mal die Schleife mit euch zusammen. Und die kleben. Und wenn man hier so reinguckt... Tada! Hat man schon das erste Produkt in der Hand und ich stelle es jetzt mal wieder auf meinen Schoß. Und zwar handelt es sich hierbei um einen Massagehandschuh mit vorne einer Luferbeschichtung drauf. Also diese Luferschwämme, kennt ihr die, diese Knäuelchen? Ja, damit kann man sich sozusagen erstmal einschäumen und wenn man das Ganze wendet, hat man hier auch noch so eine kleine Peeling-Seite. Dieser Handschuh ist für Links- und Rechtshändler geeignet. Das weiß ich deshalb, weil ich mich über den schon gefreut hatte, weil ich habe in dieses Zettelchen hier schon reingeguckt gehabt. Und freue mich total über den, weil es ist total praktisch. Ich meinte letztens noch zu meinem Freund, wir brauchen unbedingt wieder einen neuen Luferschwamm. Und daher ist das auf jeden Fall einsame Spitze, dass ich den jetzt habe. Wird heute gleich angewendet, weil, wie man ja unschwer hören kann, brauche ich heute dringend noch ein Erkältungsbad. So, dann machen wir weiter mit einem Produkt, was ich mir schon eine ganze Weile kaufen wollte, aber ich eigentlich immer darauf warte, dass erstmal der Vorgänger leer wird, bevor ich mir eine neue kaufe. Und zwar handelt es sich hierbei um eine Handseife. Die ist von Palmolive Magic Softness und es ist so ein Schaum. Also wenn man drauf drückt, kommt ein Schaum raus. Ich habe so eine Seifenart noch nicht ausprobiert und bin umso gespannter, wie ich sie finden werde, ob sie vielleicht vom Feeling für die Hände einfach viel schöner ist als diese normalen herkömmlichen Pumpseifen. Dann war mit drin, und das fand ich total spannend, ein Shower-to-go-Gesichtspflege-Balm, sozusagen, würde ich mal sagen, ist für normale und trockene Haut mit Lotusblütenextrakt. Das soll man sich aufs Gesicht auftragen, soll wohl auch ein bisschen das Make-up runternehmen können. Ich finde es total praktisch für meinen Freund unter anderem, weil er ist so ein Eincrememuffel, was sein Gesicht auch angeht. Und ich finde es auch manchmal sehr praktisch, wenn man einfach nur... müde nach Hause kommt, sich abschminken will, abwaschen will und man muss nicht noch tausend verschiedene andere Produkte reinklatschen, ist das wirklich sehr, sehr praktisch. Mal schauen, ob ich es vertrage. Also wie gesagt, für meinen Freund finde ich das jetzt schon ein super Produkt, weil der eben nicht so der Eincremer ist. Ich bin dann doch schon so, ich mache mehrere Schichten auf mein Gesicht. Oh, fail. Soll ich gleich mit dir baden gehen? Ja? Nein. Aber nicht verstellen, Schatzi, das ist gerade die perfekte Einstellung. Gehst du mit Papa mit? Papa. Ja, geh mal Papa gucken. Mama! Wie ihr gerade mitbekommen habt, war mein Kleiner gerade hier und hat mich schon dazu geholt, so langsam baden zu kommen. Deswegen beeilen wir uns doch mal und passend dazu habe ich hier jetzt ein Wellness and Beauty, ein Wellness and Beauty schwungvoll belebt Körperpeeling mit grünem Tee und Olive. Und
Das ist total cool, weil meins ist leer geworden. Habt ihr ja bestimmt im letzten Aufgebraucht-Video gesehen. Und wenn nicht, dann verlinke ich euch das unten nochmal in die Infobox. Jedenfalls ist mein Körperpeeling leer und ich habe ein neues gebraucht. Und da kommt das hier wirklich wie gerufen. Ich habe versucht dran zu riechen und habe meinen Freund auch schon riechen lassen gerade eben. Es riecht wirklich schön nach Green Tea, schön frisch. Belebend haut schon echt hin mit der Beschreibung. Mal schauen, wie es sich an der Haut anfühlt. Ich werde auf jeden Fall in meinem Aufgebraucht-Video darüber berichten. Und euch dort natürlich auch wieder erwähnen, woher ich das Produkt habe. Und ja, ich bin gespannt, wie ich es finden werde. Ich werde es jetzt sofort in der Badewanne austesten. Dann machen wir auch gleich mal weiter. Und zwar, wie wenn ihr mich kennt, wisst ihr, dass ich ein absoluter Alterra-Haarprodukte-Fan bin. Und da kommt das hier wie gerufen. Ich kenne diese Reihe hier an sich noch nicht, aber andere Produkte von Alterra für die Haare. Das ist eine Glanz- und Color-Spülung mit Lotusblüte und Bio-Aprikose. Für glanzloses und koloriertes Haar ohne Silikone. Und das will ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich versuche das mal wieder dran zu riechen. Also das Einzige, was ich so einigermaßen wahrnehme durch meine Schnubbi-Nase, ist die Aprikose. Aber ich bin wirklich begeistert von diesen Produkten. Und ich habe da nur das Problem, dass ich die nicht durchgehend nehmen kann, weil ich das Gefühl habe, dass dann meine Haare zu schnell fettig werden. Also Alterra-Haarprodukte mache ich mir halt immer nur... kaufe mir die einmal, mache die einmal leer und nehme dann wieder ein anderes Produkt und kaufe mir dann wieder Alterra. Das ist immer so ein Produkt, was immer, immer wieder kommt. Und ja, auch hier bin ich gespannt, ob ich das genauso gut finden werde wie die anderen Produkte, zum Beispiel Granatapfel. Dann, was jeder braucht und doch nie so wirklich erwähnt wird, eine Zahnpasta von Blendermed Oral-B Pro Expert mit von Zahnärzten entwickelt, bla bla bla, kennt ja jeder so, ne? Das fand, was hier jetzt besonders ist, finde ich zumindest besonders, dass mit einem Zuckerschutz versehen ist. Also wenn man Zucker isst, dass da ein zusätzlicher Schutz auf den Zähnen drauf sein soll. In der Geschmacksrichtung Minze, und Minze finde ich bei Zahnpasta immer sehr, sehr gut. Mit Zink-Fluid-Komplex und Schutz für Karies, Zahnfleisch, Plaque und Schmerzempfindlichkeiten, das finde ich auch wichtig, weil ich habe sehr schmerzempfindliche Zähne. Hat auch einen Whitening-Effekt, Stufe 2 drin. Und ist für elektrische und Handzahnbürsten super geeignet. So, kommen wir jetzt zu den letzten zwei Beauty-Produkten. Und zwar ist es hier eine Mascara von Max Factor Velvet Volume. Das hat ein Gummibürstchen, das habe ich gerade auch schon nachgeguckt. Was ich super finde, weil ich mag Gummibürstchen an meinen Wimpern am meisten. Ich habe allerdings auch keine Problemwimpern, also das muss ich dazu sagen. Da hatte ich ja versprochen, dass ich mal ein Wimpernpflege-Video online stelle. Das mache ich demnächst auch noch, wenn ich wieder gesünder bin. Weil so ganz nah ranzoomen an mein Gesicht wollte ich euch jetzt auch nicht, wenn meine Nase knallrot ist. Ja, jedenfalls ist das hier so ein dickes Bürstchen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Wartet. So sieht das Bürstchen aus. Sieht auch wirklich tiefenschwarz aus. Ich bin echt gespannt. Meine Mascara ist gerade leer, also so gut wie leer. Und deswegen ist das schon mal super für einen Ersatz. Und werde ich natürlich sofort testen, sobald die andere leer ist. Dann ein Produkt, wo ich mir noch nicht sicher bin, ob es gut sein wird. Und zwar ist es von Rivalde Loop, ein Liquid Eyeliner. Die Spitze an sich ist schon mal vielversprechend. Sie ist sehr lang und macht auch dünne Striche. Aber wenn man hier drauf malt, verläuft die Tinte, ich nenne es jetzt mal Tinte, ziemlich schnell in die Fältchen rein. Und ist auch nicht hundertprozentig deckend. Ich denke, dass ich den hier nutzen werde, um vorzumalen, meinen Eyeliner. Und mit einem Gel-Eyeliner drüber gehen werde. Also... der wird auf jeden Fall benutzt, aber weil er halt wirklich eine schöne, schöne Filzspitze hat. Aber ob der so als Einzel-Solo getragener Eyeliner wirklich geeignet ist, wird sich im Test dann zeigen. Werde ich euch natürlich berichten in meinem Aufgebraucht-Video und mal schauen. Nun zu einem Highlight, was für mich ein Highlight ist, weil ich damit nicht gerechnet hätte, dass so ein Produkt auch in der Schön-für-mich-Box drin ist. Und das finde ich sehr, sehr positiv. Und zwar ist das ein Gillette-Rasierer für den Mann, logischerweise. Gillette Fusion Pro Glide Flexiball. Und den hatten mein Freund und ich uns schon mal bei DM damals angeguckt. Und hier ist jetzt ein Rasierer plus eine Klinge drin. Und der soll sich sozusagen jeder Kontur des Körpers anpassen. Speziell halt hier im Kinnbereich. Und ja, ich bin gespannt, ob der wirklich so gut ist. Die Teile sind eigentlich relativ teuer. Deswegen hoffe ich, dass der auch hält, hält, was er verspricht sozusagen. Ich werde dann natürlich auch meinen Freund dann fragen, ob er es wirklich gut fand oder nicht. Vielleicht gibt er ja sein eigenes Statement zu ab, das kann ich aber nicht versprechen, logischerweise. Aber wie auch bei den Aufgebraucht-Videos werde ich dann einfach ihn nach seiner Meinung fragen und euch dann zeigen, ob er es gut fand oder nicht. Ja, die Box ist leer. Hier ist noch ein bisschen Friemelzeug drin. So, die Box ist leer. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und meine Stimme hat euch jetzt nicht zu sehr irritiert. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag.
Falls ihr meine letzten Videos noch nicht gesehen habt, dann klickt doch gerne mal hier drüben drauf. Und ich verlinke es euch auch in der Infobox logischerweise für die Handynutzer. Falls ihr mich noch nicht abonniert haben solltet, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert mich auch. Ich freue mich auf nächstes Mal. Bis dahin. Tschüss.